Und nach Larswood, genau. Dann schaue ich mich mal um. Ah, oder auch nicht. Hier sind die also auch. Wo sind die eigentlich nicht? Ah, na gut. Also, unsere Frontkämpfer gehen an die Front. Shahira zaubert Segnung dahin. Immun wechselt wieder auf Bogen und schießt auf den. Und Dünner hier hat keine magischen Kugeln mehr. Na gut, auch auf die anderen. Und dann hoffen wir einfach mal das Beste. So, die sind alle schon mal im Nahkampf, das heißt, sie schießen nicht mit den Eispfeilen, das ist gut. Jetzt auf den da. Du wechselst auf dein das. Und alle auf den da. Khaled, echt? Ah. So, Shahira heil ihn. Ich bin echt versucht, ihn zu kicken und irgendjemand anders einzuladen. Also, testweise. Und dann eventuell neu laden, wenn Shahira auch geht. Ah. So, jetzt auf den. Na gut, der ist tot. Alle ran da. Ihr auch auf den. Yep. Und dich auch noch. Ja, ihr könnt rasten, wenn er tot ist. Nicht jetzt. Ich habe den ganzen Tag schon genug geschuftet. So. Sklaventreiber. Jetzt gehen wir ganz vorsichtig vor. Wir werden jetzt hier rasten. Dümer hier lernt noch die dritte magische Kugel. Weil identifizieren müssen wir hier erstmal nichts. Müssen wir überleben. So. Und hoffen wir das Beste. Jo, schön. Speichern. Und wir gehen jetzt Schritt für Schritt vor. Und solange die in Dreier-Trupps wie eben kommen, müsste es eigentlich machbar sein. Gucken wir nochmal kurz bei ihren Zaubern, wie lange die Sachen so halten. Sonst könnten wir die jetzt schon zaubern. Wirkungsdauer 6 Runden. Nee, Wirkungsdauer 1 Stunde. Das ist doch schon mal länger. Aber die Banditen zaubern keine Furcht. Sie hat nichts Wichtiges. Und sein Schutz vor Bösen kann man nicht angucken. Gucken wir mal, wie lange das hält. So. Hoffentlich nicht so lange wie das von Firebeat in Kerzenburg. Das hielt ja echt nur 5 Minuten oder so. So, und da sind die nächsten. Alle rauf da. Gleich volle Bereitseite. Yep, schön in den Nahkampf. So. Bögen sind alle weg. Weiter geht's. Ja, so lobe ich mir das. Ja, kaum geht man ein bisschen taktischer an die Sache ran, klappt das dann auch. Muss ich halt nur ein bisschen Mühe geben und nicht so einfach durch die Gegend tapseln, wie ich das vorher gemacht habe. Dann wollen wir sie Schaden bekommen. Ach, nicht doch. Das sind wenigstens nur normale. Und unterbrochen. Ne, ne, weg da. Immun. Ja, probier mal. Aber die da müssen zuerst sterben. Ihr werdet alle sterben. Ja, ihr müsst alle sterben. Dann haben wir ihn gegen. So, heil mal Dünner hier. Gut, die da unten sterben auch schnell. Hier oben klappt auch alles wunderbar. So muss das laufen. Jetzt wieder alle schön zusammen. Minsk geht zu lange looten. Puh. Na, aber die Erfahrungspunkte sind gut, solange wir hier überleben, ne? Also, genau. Sein Schutz vor Bösen ist schon wieder weg. Also das bringt nichts, wenn wir das vorher casten.
Dann heil nochmal dich und du heil nochmal Khaled. Und dann rasten wir auch schon wieder. Zauber zu Ende laufen lassen. Jetzt rasten wir. Ah, okay. Zwar nur ganz normale Banditen, aber dafür viele. So ein Feuerball wäre jetzt richtig schön. Aber das dauert noch ein bisschen. Er hat kein Schwert mehr. Ah, ja. Haben wir noch Ersatzschwerter? Eins, ja. Na gut. Nee, nicht zu weit weglaufen. Die kommen schon wieder. Oder auch nicht, ist ziemlich egal. Schön zusammen. Na, schieß doch. Ah, so. Warum ist er verlangsamt? Ah, das Schwert. Aha, so. Das war's jetzt aber. Okay, dann sammelt immer mal schnell die Haarzöpfe ein. Die wiegen wenigstens nichts und sind auch 25 Goldmünzen wert. Oh, Edelsteine sind auch immer gut. Zauber sind noch besser. Ja, und das war das kaputte Schwert. Dann versuchen wir es gleich nochmal mit dem Schlafen. Auch wenn Düner hier jetzt schon ganz schön angeschlagen ist, sie sollte nicht angegriffen werden, wenn wir überfallen werden. Hoffen wir das Beste. Jo, schön. Eine Heilung für Düner hier. Eine Heilung für Khaled. Abspeichern. Und wir kriechen weiter vor. Aber hoffentlich respawnen die jetzt nicht hinter uns. Also wir haben ja schon gesehen, wenn man zu lange einem Gebiet fernbleibt, dann tauchen die Monster da wieder auf. Das wäre ärgerlich, wenn wir versuchen uns zurückzuziehen, da plötzlich wieder neue Banditen wären. So, schauen wir hier rum. Was genau suchen wir eigentlich? Also wir haben den Hinweis bekommen, dass die Banditen in diesen beiden Gebieten, also Larswood und Peltvale, ihr Unwesen treiben sollen. Und der Kontaktmann, von dem wir die Informationen haben, soll ihnen zeigen, wie man zurück ins Räuberlager kommt. Oder sollen die Banditen ihm zeigen, wie man zurück ins Räuberlager kommt? So oder so müssen wir die Banditen finden und uns irgendwie dazu bringen, dahin zu gehen. Besagt, hier hinzugehen. Bisher haben die uns aber nur angegriffen. Da kann man nicht viel machen. Na gut. Erforschen wir weiter die Gegend und vielleicht stolpern wir über irgendetwas. So ein kleines Zwischenlager oder dergleichen, wo Notizen sind. Müssen wir schauen. Ist eigentlich irgendjemand noch nicht Stufe 4? Ja, Düner hier. 1700 Erfahrungspunkte noch. Ja, es wird eine ganze Weile dauern. Weil jeder Erfahrungspunkt, den wir bekommen, wird auch durch 6 geteilt. Ah, aber ihr seid... Oh. Ich sag's nicht zweimal. Elite, Normale und irgendein Besonderer, der mit uns reden will, während seine Freunde auf uns schießen. Okay. Ja, böses Entdecken müssen wir eigentlich machen, weil die sind auf jeden Fall böse, sonst würden sie sich angreifen. Auch eher nicht. Tevin. Na gut, alle auf den da. Während des Gesprächs werden gleich die Kugeln fliegen, aber egal. Schieß mal auf den. Dann gucken wir, was er zu sagen hat. So. Lasst eure Waffen fallen, denn überlebt ihr diesen Tag vielleicht noch. Ich sag's nur einmal. Ja, es könnte echt übel werden. Aber da wird bestimmt noch ein dritter von diesen schwarzen Händen sein. Und er wird es auch in sich haben, wenn er der Anführer von dem ganzen Pack hier ist.
Aber ein Versuch ist es wert. Ihr Räuberschwächlinge könnt mich nicht einschüchtern. Ich werde euch gleich einen Tritt in den Hintern versetzen. Ja, greift zu euch, Leute. Sie wollen unbedingt sterben. Das habt ihr die ganze Zeit schon gemacht. Ihr habt die ganze Zeit auf uns geschossen. Da musst du jetzt nicht sagen, dass sie angreifen sollen. Aber gut. Minsk trinkt einen Heiltrank. Düner hier schnappt sich den nächsten billigen Räuber vor. Weil die sterben schön schnell und machen dann keinen Schaden mehr. Ihr geht auch auf den da. Immun. Ah, oh, es sind wirklich drei. Mist, Mist, Mist. Geht auf den. Und Jahira versucht mal, ein bisschen im Nahkampf mir zu helfen. Du sollst einen Trank trinken. Ja. Dein Hamster gleich was? Na gut, wir müssen echt zu denen ran, sonst machen sie zu viel Schaden mit dem Bogen. Ach, das war Minsk. Shahira hält man mit. Düner hier. Den da umbringen. Immun. Den da. Und ihr haut alle auf einen am besten. Segne uns mal. Ah, wurde unterbrochen, ne? Ja. Na gut, heil dich selbst. Du heil Khaled. Düne hier keinen Zauber mehr. Ne, keine wichtigen. Dann gehst du mit Immun zusammen auf den da. So. Einer weniger, super. Jahira hält nicht besonders viel aus. Sie sollte jetzt nicht von allen drei gleichzeitig angegriffen werden. Also nimmt sie erstmal kurz Abstand. Ihr beiden weiter darauf. Und ihr beiden, der flieht, gut. Zieht mal nach. Greift den da an. Jahira, lauf weiter. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Schön weiterlaufen. So, gut. Heil dich selbst. Geht beide auf den da. Den Anführer machen wir zum Schluss. Auch auf... Ne. Auf den. Auf den. Das könnten wir noch schaffen. Das könnten wir echt schaffen. Ja, schön, schön. So, du machst jetzt dein Feuerschwert. Und greif den da an. Sind die Banditen unten tot? Ja. Ja, super. Wow. Hätte ich nicht gedacht. So, komm, eigentlich alle erstmal auf den und jetzt auf den Chef. Ja, ja, ja. Jetzt bloß aufpassen, dass nicht noch einer stirbt. Sonst können wir gar keinen Loot mitnehmen. Ich meine natürlich, weil wir nicht wollen, dass unsere Freunde sterben und so. So, Pfeile brauchst du auch neue. Ja, jetzt solltest du dich mal geben, ha? Huh? Rück all deine Habseligkeiten raus. Aber gut, was aushalten tut er ja. Na komm schon. Na komm schon. Oh, Khaled. Ja, so ist besser. 1000 Erfahrungspunkte. So, jetzt hoffen wir mal, dass er eine Notiz oder sowas hat. Weil es wäre ärgerlich, wenn er der Einzige ist, der uns da hätte hinbringen können. Nee, hat er nicht. Mist. Und Minsk ist auch noch unser Tragesel. Ja, das ist natürlich nicht so toll. So, wer hat noch genug Platz? Khaled kann ein bisschen was tragen, aber keinen ganzen Plattenpanzer. Na gut. Versuchen wir es mal. Wo ist Minsk gestorben? Ist da das? Ne, das da? Ne. Das sieht aus wie ein Plattenpanzer. Ja. Oh, und die anderen Sachen dürfen wir auch auf keinen Fall liegen lassen. Die sind gut was wert. Aber wie gesagt, zu schwer.
Gerugon? Naja, auch nicht. Shahira kann es tragen, komischerweise. Ah, sie hat doch kein schweres Schild. Na gut. Dann den Trank nehmen wir auch noch mit. Schienenpanzer, die magischen Pfeile auf jeden Fall, die helle Barde. Das kann da bleiben. Der Helm wiegt auch recht viel. Ah, er ist wieder überladen. Immerhin. Ja. So, und du plünderst jetzt mal nur die wertvollen Sachen von den Banditen raus. Abspeichern nicht vergessen. Wir haben zwar jemanden verloren, aber bei so einem Kampf wäre es auch albern, wenn wir keinen verloren hätten. So, sobald wir die Sachen auch haben, werde ich mich gleich wieder in die Stadt verziehen. Ihn wiederbeleben, die Sachen verkaufen und dann sehen wir uns wieder.